willkommen zur 31. Folge von Minecraft Varo 4 mit dem Basti. Hi, ich bin am Schweben. Es regnet, Basti ist am Schweben. Let's Phil hat eine Falle gebaut und die steht hier auch schon direkt, ne? Ja. Was ist das hier? Das böse Löchchen. Über diese Fallen. Was steht da? 187, ich lasse Reifen quietschen. Seid auf der Hut wie das Kleidungsstück. Und ganz viel Rosen. Alter, es ist halt. Varo gerade ist Maximum Troll, Leute, müsst ihr verstehen. Ja, hier ist das F. Hier ist das F für Phasen. Und das war Phasen, oder wie? Ja, und das soll ein L sein, aber keine Ahnung, er hat es halt voll verkackt. Also das muss halt hier länger sein. Also es ist ja beim L, das ist ja nicht so wie ein rechter Winkel, sodass beide... Ja gut, beim rechten Winkel machen es auch nicht die Seiten aus, aber egal. Das Portal ist übrigens eingebedrockt, sehe ich gerade. Ja. Was ich sagen wollte, ich will die Folge hier mal beginnen. Also wir werden jetzt mal gerade ein paar Mobs töten. Ja, eventuell bauen wir den Spawn ein bisschen schöner, wie der Phasen hat das schon gemacht. Vielleicht habt ihr das gesehen in seiner Folge. Wir können nicht kämpfen. Das ist Varo aktuell so der Punkt erreicht, wo irgendwie die Konfi tot ist. Wir wünschen uns eine Massenaufnahme, niemand antwortet uns. Und auch bei den Solos will anscheinend keiner kämpfen gerade. Ich weiß nicht, warum das genau so ist oder was da jetzt abgeht. Aber wir werden jetzt erstmal ein bisschen warten. Also ich kann es ja verstehen, dass die Solos jetzt erstmal, also macht ja Sinn, dass die Solos wahrscheinlich das erstmal unter sich austragen möchte. Wir sind ja, es gibt nur noch zwei Zweierteams vollständige. Und ja, aber irgendwie, es passiert im Moment nicht so viel, aber wir müssen halt aufnehmen. Ja. Wir müssen halt aufnehmen. Wir sind aktuell gegangen wieder. Deswegen nehmen wir jetzt einfach eine Folge auf. Jo. Ja, dann schauen wir mal, was sich so ergibt. Wir hatten gedacht, vielleicht gibt es ja auch irgendjemanden, der hinterher joinen würde, aber sieht nicht so aus. Hat ja keiner Bock auf uns. So, was ich jetzt noch gesagt habe, ich nehme die Feather Falling 4 Schuhe mal raus und ich will mal wissen, wie viel die zu kombinieren kosten würden mit meinen Schuhen. Das teste ich jetzt mal aus dann gleich. Tun sie das? Weil das wäre vielleicht sogar noch überhaupt was. Das wird wieder Tag, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, ansonsten. Soll ich nochmal Dias rausholen? 25 oder so. Easy. Jawohl. Ja, ich würde noch ganz gerne mir vornehmen, jetzt nochmal meinen Port 4 Helm auf jeden Fall noch full zu reparieren und dann würde ich meine Schuhe nochmal auf Port 3 machen wollen. Dann wäre ich auf jeden Fall 100% fertig mit der Rüstung. Ja, viel fehlt uns halt echt nicht mehr, aber wir sind halt eh ganz gut aufgestellt, denke ich, von Anfang. Da sollte man nicht das Problem sehen. Ich will halt schauen, dass ich meine Schuhe vielleicht hinkriege. Ich weiß nicht, ob ich das reparieren kann, das ist halt sicher sauteuer. Passt, dein Amboss ist hier, perfekt. Ich will das jetzt mal wissen, es kostet aber sicher irgendwie 40 Euro oder so wahrscheinlich. Port 4. Feather Falling 4, 27 und andersrum geht die Fireport drauf. Ne, es geht nur so. Das wäre Verschwendung. 27 ist zu krass. Was ist, wenn ich die mit meinen jetzigen Schuhen kombinieren würde? Das wird 13 Level kosten für Prot 3, Feather Falling 4. Das wäre sogar okay, ne? Ja. Denke ich mal, das könnte man echt machen. Die Sache ist halt, wir wollen die Feather Falling Schuhe benutzen, denn es ist ja so, Phil hat hier eine Falle gebaut, wo wir reinfallen können. Spark und Carsten haben hier eine Falle gebaut, wo wir reinfallen können. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt übrigens von den Folgen. Ich will eigentlich nicht spoilern, aber es ist schon lange online. Carsten ist ja im Urlaub, hat er auch schon mal irgendwann vor ein paar Wochen gesagt. Und deswegen hat er sich umgebracht und ist jetzt Spark alleine. Rotpilz und Baloo sind beide gestorben, aber an verschiedenen Leuten. Einmal an Palut und einmal an Phasen, glaube ich. Und damit sind Nilo und Briefe das einzige Zweierteam, was auch sonst noch im Spiel ist. Und die haben nicht so Bock auf uns, glaube ich, wie damals auch schon. Ja, die wollen sich noch ein bisschen equippen. Ja, aber sollen sie sich halt ein bisschen beeilen, das wäre ganz nice, aber. Aber es ist halt echt gerade, Varo ist jetzt gerade echt so ein bisschen Craft Attack oder keine Ahnung was. Wir laufen einfach nur rum und machen gar nichts, das ist halt das Ding. Ja, ich meine, wir können es jetzt noch ein bisschen nutzen, halt, um noch ein bisschen was abzugraden, aber so richtig Bock haben wir auch nicht mehr, also keine Ahnung, also. Ja, ist halt ein bisschen. Fette TNT-Loch von Logo und Minus, ne? Wir haben uns überlegt, ob wir den Spawn ein bisschen schöner machen. Also, ja, wir haben ja die Macht, wir können überall Schilder aufstellen und alles hinschreiben, was wir wollen und sowas. Und das wird dann auf Timolia einfach die Damage-Map. Ja, hat der Felsen ja auch schon gemacht. Genau, ja, eben. Dass wir halt irgendwie sowas in die Richtung vielleicht sogar machen. Mal, ja, ich versuche jetzt einfach nochmal 5-6 Level zu kriegen, damit ich meinen Helm nochmal reparieren kann. Und dann. Haben wir überhaupt noch eine Kiste? Power 4 Bogen. Wir haben noch ein Sharp 5 Eisenschwert, ne, von Ben. Ja, machen wir Sharp 6. Chest. Ja, Sharp 6, easy. Am lustigsten finde ich ja immer die Leute, die dann so sagen, ja, Team Zickzack hat Full Prot 5 Enchantment. Es gibt da nicht mal Prot 5, oder? Also jedenfalls nicht in Vanilla, soweit ich weiß. Nee, nee. Aber was viele geschrieben haben, was richtig ist, Prot 4 wird sich für uns tatsächlich noch lohnen, weil es um einiges besser ist als Prot 3. Also das habe ich selbst auch nicht gewusst, muss ich sagen. Ich habe es im Wiki dann nochmal nachgeschaut, nachdem das jemand in die Kommentare gepostet hat. Liebe Grüße an dich an der Stelle. Ich weiß nicht, ob ich kann mich an deinen Namen nicht mehr erinnern. Oh. Aber der hat auf jeden Fall geschrieben, dass der Unterschied von Prot 3 zu Prot 4 größer ist als der von Prot 1 zu Prot 3. Und das stimmt auch soweit. Also irgendwie, die Rüstung gibt dir 80% Protection gegen Schaden. Und Prot 1 gibt dir dann irgendwie 84%, während dir Prot 4 halt dann schon 96 gibt. Und ich glaube, Prot 3 ist 88 und dann springt es halt auf 96 hoch.
Das ist halt echt. Ja, man jetzt viel. Halt einen Prot 4 Teil zu machen, das würde ist, halt. Das ist nichts, ja. Was ich sagen würde. Ein Prot 4 Teil jetzt zu machen, wäre halt für uns arschteuer, erstens, weil wir schon alles repariert haben, was Prot 3 ist mal. Das heißt, das wird halt extrem viel kosten. Und zweitens werden wir es wahrscheinlich nicht brauchen, weil es. Ich weiß nicht, ob es noch ein 2v2 geben wird. Ich habe keine Ahnung, ob Nilo und Griffi jetzt gegen den Solo kämpfen werden oder gegen uns, muss ich sagen. Also, ob die jetzt vielleicht auch Phasen dann challengen wollen. Aber das Ding ist halt einfach. Wir wissen halt nicht, ob es zu einem 2v2 kommen wird, wo wir überhaupt unsere Sperrrüstung einsetzen müssen. Und in dem 1v1 werden wir auf keinen Fall Prot 4 brauchen, weil wir einfach zwei, in dem 2v1, sorry. Jawohl, Junge. Weil es gibt ja auch keine 1v1s in Varo, also das, für die, die es immer noch nicht mitbekommen haben, das ist regelwidrig, ein 1v1 zu machen, solange ein Teampartner noch lebt. Und deswegen ist das auch überhaupt ja, keine Option. Ja, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Leute, die sich halt darüber beschweren, wenn wir halt so jetzt im 1v1 dann auch noch sterben würden, die mir halt als erstes so schreiben, wie dumm das war von uns, so, weißt du, ich meine? Ja. Das ist natürlich echt also, wahr. Ja, wir spielen logischerweise den Vorteil, den wir haben, dass wir halt noch ein Zweierteam halt aus, das, ja, keine Ahnung, ist ja irgendwie. Warum sollten wir es nicht machen in der Situation? Ja. Also, es gibt halt keinen Grund, warum wir es nicht machen sollten, das ist das Ding. Also, ich finde irgendwie gar keine Mobs, obwohl es halt regnet, ist ein bisschen traurig. Ich meine, was wir halt machen könnten, wäre, obwohl können wir irgendwas machen, es gibt nicht mal eine Teamchest, die wir looten könnten, glaube ich, weil keins der toten Teams eine Teamchest hatte. Ja. Gesehen. Ich weiß nicht. Ich will nicht meine teuren Blöcke verschwenden. Ich glaube, das erkennt man nicht am Ende. Das ist halt absolut keine Suppe, was ich hier baue. Das sollte eine Suppe. Baust du schon? Okay. Das ist keine Suppe. Warte mal, ich komme auch mal gleich. Ich muss das ein andermal machen, wenn ich andere Blöcke habe. Das ist absolut keine Suppe. Also. Gut, ich sollte mich lieber. Ja, egal. Das vergessen wir. Und ja, Spawn verschönern. Würdest du die Zickzacknase? Also ich will eine Zickzacknase bauen. Sollen wir die über unsere Kiste bauen? I don't know. Ist das die Suppe? Könnt's, nein, das sollte der Anfang sein. Es ist so ein bisschen auf Bowl, aber ich wollte nicht meine Holzblöcke verschwenden, weil ich brauche ja noch was. Übrigens, ich sollte hier aufpassen. Hier sind einfach auch noch Löcher. Also. Also die sind wieder aufgegangen, ne? Ja. Aber warte mal, wenn ich schon hier rumlaufe, dann ziehe ich aber die Federfolding-Pierschuhe schon mal an. Ja, hoffe ich. Irgendwo ranfallen. Ja, ganz ehrlich, hier kann man nichts schön machen. Also als ob, das ist halt, also ich glaube, wenn ich auf Timoya hier mit fighten müsste, ist halt, das ja. Es ist furchtbar, so oder so. Nochmal einen dicken Shoutout an den Boy. So. Was wollte ich jetzt gerade machen? Genau, ich wollte jetzt die Dings bauen, die Nase. Ich mach die mal aus Holz, glaube ich. Ja, ich suche ein paar Mobs, ganz ehrlich. Ich mache jetzt noch wenigstens mein Dingsteil fertig. Das ist übrigens auch das erste Video, was jetzt. Heute ist der erste übrigens für uns. Ja gut, ist jetzt auch gar nicht so schwer nachzuvollziehen, weil ich denke mal, das Video seht ihr am zweiten. Ja, seht ihr am zweiten. Ja, genau. Also, wir haben halt vorproduziert vor Silvester und jetzt haben wir nach Silvester die erste Aufnahme. Die erste Aufnahme in 2017. Bisher schon ein gutes Jahr, noch niemand gestorben. Ja. Ist auf jeden Fall. Startet auf jeden Fall richtig mit Action. So, dann machen wir das hier weg. Ich sollte das eigentlich andersrum machen, fällt mir gerade auf. Das ist ein bisschen blöd, was ich mache. Ja, das wird schon. Ich habe gerade richtig fies so einen Hasen in die Lava geschubst. Boah, ey, jetzt erst mit dem Babyhasen die ganze Aktion und jetzt das hier, was du jetzt. Ja, ist halt. Ich muss den Frust rauslassen. Jetzt auch noch das Pferd. Ja, ja, was denn, muss man. Was muss, das muss. So. Dann muss das hier oben hin. Lass mich mal kurz schauen. Zack, so. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber wenn ich werde wirklich noch eine Suppe bauen. Ich glaube, ich brauche halt Loks für die Bowl und dann innen drin fülle ich das halt mit Holz aus. Aber womit machst du diesen pinken Suppendings? Weißt du, was ich meine? Da bräuchten wir Clay. Nochmal Mission Mesa-Biom oder was? Nee, aber kann man den nicht auch so bekommen, gebrannten Ton irgendwie? Boah, jetzt fragst du mir ja Sachen, hier ist ja... Würde ich eigentlich wissen, was Craft-Attack genannt. Ja, also, ich komme mir halt echt so vor, als wenn ich jetzt gerade, ich war ja noch nie in so einem Projekt dabei. So, warte, hier ist die Kiste von die Heimer. Achso, hier hat Phil seine Basis gemacht. Mit seinen Tränken. Boah, soll ich bei ihm ein Loch bauen? Ja, mach mal. Nee, ich... Warum denn? Ich gönn dir. Nee. Ich nehme seine Öfen mit, Alter. Ich habe keine dabei. So. Boah, wenn auf einer Kiste kein Schild ist, dann darf ich das klauen, oder? Ja. Jawohl, das. Ja, da richtig krassen Loot. Die Cobblestones nehme ich mir mit. Boah, so, die Nase steht auf jeden Fall. Find die ist auch gut geworden. Vielleicht ein bisschen, vielleicht muss da noch ein Abstand rein zwischen Mund und Nase. Aber ich finde, das ist schon ganz nice. Fliegt jetzt über unserer Kiste, das passt eigentlich. Wunderschön, ich sehe es. Also ich kann es. Ja, ich. Ja, okay. Wunderschön auf jeden Fall. So, warte, dann mache ich mir mal. Ich sortiere jetzt erstmal meine Kiste aus. Ich weiß gar nicht, wie viel ich meinen Helm mit 6 Leveln reparieren kann.
Ich glaube, ich nehme mal lieber 7 mit. So, warte mal. Ich habe jetzt vielleicht ein Schild abgebaut, ich hoffe, der ist nicht böse auf mich. Uff, das ist natürlich hart. So, nochmal ein bisschen Leder, ein bisschen Federn, man weiß ja nie, es sind schwere Zeiten. Boah, haben wir hier noch irgendwo Erde? Nee, ne? Hier ist halt, auf dem Boden ist welche. Echt? Ja. Ach, so, hier gibt es irgendwie nichts Potenzielles noch irgendwie abzuräumen. Also ich hab mir, also ich glaube, also eine Bowl müsste an sich, müsste ja hier so 4 Blöcke. Und ich mach mir meine Axt. So, da steht jetzt ZZ, läuft. Restlichen Blumen tue ich mal, keine Ahnung, was mache ich mit denen. Ich werf die einfach mal hierher. Was können wir noch machen? Weiß es gar nicht. Wir können noch eine Jukebox bauen, aber wir haben halt keine Platte, ne? Ja. Kriegen wir irgendwo eine her, meinst du? Vielleicht ist hier irgendwo eine Kiste, ne? Das ist... Ja, ich will keine falschen Versprechen aussprechen. Jawohl, das war ja mal ein krasser Satz. Sieht so eine Bowl aus? Ich habe so oft in meinem Leben eine Bowl gesehen, aber weiß nicht, wie man die macht. Ich habe so oft in meinem Leben eine bearbeitet. Hier ist, noch eine Holzachse. Hier ist noch der Anfangsloot von Varo drinnen. Ja, ja. Blumen, Sticks, Dead Bushes. Ja, ja, ja. Und du hast mir gesagt, da sind Schwerter drin, weißt du? Ja, die sind rausgenommen worden, ganz sicher. Hm, wahrscheinlich. Oh, hier ist noch Quarz. Wir könnten was mit Quarz machen. Aber was machen wir mit Quarz? Ich mache noch eine Nase mit Quarz, glaube ich. Also die Bowl sieht auf jeden Fall gut aus. Ich muss auf jeden Fall nochmal Holz farmen. Ich habe kaum Blöcke, jetzt wegen der Scheiße einfach. Aber hier in den Kisten sind noch einige, glaube ich. Dann mache ich hier auch noch eine Nase hin, ehrlich gesagt. Eine größere ein bisschen. Ja, aus was soll ich denn jetzt, mit was, was soll denn die Suppenflüssigkeit jetzt sein? Das weiß ich nicht, das ist halt echt eine gute Frage. Ja, aber, ja, Wenn ich jetzt Dirt nehme, ist da absolut low, glaube ich, oder? Boah, meinst du, wird eine Nase gut aussehen, wenn ich das Quarzblöcken baue und mit Kohleblöcken so das Auge mache, so? Also das soll... So, das ich will dich in deiner kreativen Dings überhaupt nicht einschränken, aber... Ey, das ist... Also, dass wir das in Varo noch machen, hätte ich auch nicht erwartet. Das ist so wie bei mir und Tim damals, wie wir mit der Jukebox getanzt haben, Alter. Schwieriges Wort. Ja, Mann, es sieht absolut low aus mit Dirt, Mann. Als wenn man so eine... Das ist ja voll, voll das schlechte metaphorische Bild. Ich wäre ein bisschen zu pipi gut reden und jetzt fülle ich das mit Dreck aus, so. Okay, aber no joke, es sieht echt jetzt gar nicht so kacke aus, ne? Jetzt sei mal ehrlich, es sieht gut aus, finde ich. Geht, ja. Auf jeden Fall in Ordnung. Besser als vorher. Danke, das ist sehr nett von dir. Oh, warte mal, das war auf derselben Höhe, ne? Genau, eins drunter. Zack. Zack. Dann eins Abstand. Boah, Gott, überall die Nasen hin. Überall. Gönn dir. Hast du noch Blöcke dann? Nee, ich mach das aus Quarzblöcken gerade, die ich in Form bekomme. Nee, ich meine, ob du so generell Blöcke hast zum Kämpfen. Achso, ja, habe ich noch. Brauchst du noch welche, oder wie? Ja, so ein bisschen wäre ganz gut. Ein Ding. So, um meinen Helm voll zu machen. Ich brauche 9 Level, das heißt, mir fehlen noch 3. Dann könnte ich den voll reparieren. Oh, lol. Ja, bleib mal ganz ruhig da. Pass auf, naja, spring. Ja, jetzt sieht die Suppe aber auch wieder ein bisschen abgedingst aus. Ich muss da, ich weiß genau, wie ich das machen muss. Ich glaube, ich mach's einfach. Ja, ist jetzt nicht, also wie gesagt, wäre dann wenn ich andere Blöcke habe, dann werde ich das anders ausfüllen, aber... Ja, es sieht, ey, ganz ehrlich, es sieht dufter aus, so. Kann keiner was sagen. Und was du da machst, ist auch wunderschön auf jeden Fall. Die sind überall jetzt. Ja, so, wie stolz du das so sagst. So, als ob du jetzt Übelstes geleistet hättest. Natürlich. Ja, lass uns zurück zu unserer Kiste. Jo. Ja, Leute, war auf jeden Fall eine richtig stabile Folge. Wie gesagt, ja, wir haben euch ein wenig versucht zu erklären, warum das so ist. Wir können uns halt auch nicht die Gegner einfach so herzaubern.
Ja, hoffen wir mal, dass Varo vielleicht nicht unbedingt in die 40-Folgen-Staffel geht, aber. Ey, ganz ehrlich, die Suppe sieht gut aus. Da kann mir einer was sagen, was er will. Irgendwie, du richtig auf Krampf mal versuchst, den hinzukriegen. Ich hab's fertig gemacht, ja? Ja, ich bin stolz auf dich, auf jeden Fall. Ich wollte die Nasen, Alter. Ja. Das ist das Nasendreieck. Das ist das Mutterdreieck. Ah, Leute, ja. Das war die Folge Varo für heute. Die erste Aufnahme für uns in 2017. Hoffentlich geht's bald zu Ende. Weil viel mehr Nasen will ich dann auch nicht mehr bauen, glaube ich. Aber ja, wir haben ein bisschen was geleistet für den Spawn. Werden dann wahrscheinlich verewigt so. Und hoffen, dass wir in der nächsten Folge jetzt einen Kampf bekommen. Ansonsten, was wir auch nochmal sagen könnten, hätten wir vielleicht irgendwie in der Folge schon sagen können, dass irgendwie. ihr könnt nochmal den Merch auschecken, wenn ihr wollt, wenn ihr noch mehr Nasen sehen wollt. Gibt's ja bei Basti und bei mir jeweils. Ja. So, Ende nochmal. Und dann war's das mit der Folge. Wir sehen uns dann morgen wieder um 11 Uhr, wie gewohnt, mit einer neuen Folge. Bis dahin, haut rein und ciao. Ciao.